In Hongkong haben sich tausende Menschen mit den unterdrückten Uiguren im äußersten Westen der Volksrepublik China solidarisiert, bis Spezialeinheiten Pfefferspray einsetzten. Daraufhin warfen Demonstranten Flaschen und Steine. Die Polizisten lösten die Demonstration gewaltsam auf und nahmen Dutzende Menschen fest. Viele Protestierende trugen Atemschutzmasken mit der Flagge von Ostturkistan, wie viele Uiguren die Provinz Xinjiang nennen. Mit diesem Erkennungsmerkmal waren bereits am Freitag rund 1000 Menschen in Istanbul auf die Straße gegangen. Vor der Fatih-Moschee im Westen der türkischen Millionenmetropole hatten sie Fahnen von Ostturkistan geschwenkt. Mehrere Hunderttausende Uiguren werden Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge in Internierungslagern festgehalten. Ende November hatte eine Recherche eines Journalistenverbundes offengelegt, wie systematisch und brutal die muslimische Minderheit in der westchinesischen Provinz Xinjiang unterdrückt werden. Die USA beschuldigen China deshalb seit langem schwerer Menschenrechtsverletzungen.